Weihnachtszeit nur ohne selbstgebackene Plätzchen. Richtig, unvollkommen. Genau, deswegen backen wir heute mit euch zwei verschiedene Sorten selbstgebackene Plätzchen. Einmal Butterplätzchen zum Ausstechen und einmal Haselnussmakronen. Weil der Teig für die Butterplätzchen noch so eine Stunde in den Kühlschrank muss, fangen wir damit an. Und dafür brauchen wir 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, 125 Gramm Puderzucker und ein Ei. So, ja, das Ganze schmeißen wir jetzt in die Küchenmaschine. Dass ein ordentlicher Teig raus entsteht. Genau, und dann kommt das Ganze eine Stunde lang in den Kühlschrank. Während der Teig für die Butterplätzchen jetzt noch eine Stunde im Kühlschrank ruht, machen wir jetzt schon mal den Teig für die Makronen. Und dafür brauchen wir 6 Eiweiß, 6 Tropfen Zitronensaft, 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Haselnusskerne, gemahlene Haselnusskerne und so ca. 60 Oblaten. Okay, na dann. Für die Makronen haben wir jetzt so Backoblaten, die legen wir jetzt auf dem Backblech aus und dann tun wir da so kleine Teighäufchen drauf und schieben das Ganze bei 150 Grad für so 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Wir haben jetzt den Teig für die Butterplätzchen wieder aus dem Kühlschrank geholt und ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche verteilt und würden jetzt den Teig dann ausrollen, um den dann herauszustechen. Genau. Ich schön, aber selten, oder? Ja, passt. So, wir haben jetzt für die Plätzchen schon mal abkühlen lassen und für die Verzierung Kuvertüre geschmolzen und uns ein paar Streusel bereitgestellt, hier hinten. Ja, und dann kommt jetzt eigentlich noch der spaßige Teil zum Verzieren und danach sind die Plätzchen fertig. So, die Kekse sind jetzt fertig verziert. Die müssen jetzt noch aushärten, das dauert vielleicht noch so eine Stunde oder so. Währenddessen gehen wir schon mal die Makronen genießen, die sind nämlich schon fertig. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken und frohe Weihnachten!